So, hi Leute, willkommen zu meinem aktuellen neuen Projekt, nachdem Sonic, der wild gewordene Igel, endlich fertig ist. Ja, und wie ihr seht, sehen wir nichts. Das ist der Inbegriff von Blindspielen. Nein, Scherz. Ihr seht es schon gleich, was ich zocken werde. Ja, Sonic ist ja jetzt vorbei. Und alle quäken mich voll von wegen, spiel noch ein Sonic-Teil. Ich sag, nö, kein Bock. Also habe ich mir gedacht, nimm was anderes mit einem Tier, dann sind alle unglücklich und können mich hassen. Aber ist mir egal, denn das, was jetzt kommt, tut, das ist eins meiner persönlichen Highlights. Denn wir spielen Garfield! Ja! Garfield, mein Jugendheld. Was für die neue Generation Bernd das Brot ist, war für mich Garfield. Der Montage hassende, Lasagne liebende und Hunde quälende Held. Ja. Ah, dann machen wir auch gleich mal die Pause raus und legen los. Ja, und wie ihr hören könnt, ich habe mir... was wollte ich sagen? Ja, genau. Entschuldigung, da draußen rennen wieder die Nachbarskinder rum, das lenkt ab. Ich habe mir mal ein bisschen das erste Level angeguckt und gleich gemerkt, der Ingame-Sound schmeckt bäh. Also habe ich mir einfach mal so umgeguckt und mal aus den ganzen Garfield-Musik-CDs, die es gab, ich glaube so 3-5 Stück gab es, mal ein paar Lieder rausgepickt, wo wirklich für Garfield verwendet wurden. Ich denke mal, da dürfte es kaum Probleme mit YouTube geben. Ich hoffe es mal. Also wenn man mich gar nicht reden hören sollte und die Musik gemutet wurde, dann wissen wir, dass wir Scheiße gebaut haben. Oder besser gesagt, ich. Auch wenn ich es dann auf euch schieben werde, weil ihr guckt euch das Zeug an. Ja. Na egal, genug geschwafelt, standen wir. Garfield, die Suche nach Pokey. Oh mein Gott, nicht Pokey. Pokey, der kleine süße Teddybär. Au. Runter von meinem Fuß. Entschuldige. Au. Tut mir leid. Runter von meinem Fuß oder ich hau dich. Ja, tu's doch. Ruhe, sonst wacht die Katze noch auf. Entschuldigung. Entschuldigung, Pete. Hier ist er. Es, ich nehme den Teddy, du packst die Katze. Wieso ich? Pack du doch die Katze. Auf keinen Fall, du bist ein leckerer Happen als ich, wenn er aufwacht. Ruhe, keiner packt die Katze, wir müssen leise sein. Nimm den Teddy und lass uns spurlos verschwinden. Wie Ninja-Mäuse. Wir werden Mitternachtshappen, wenn du nicht still bist. Garfield und Mäuse essen? Das ist ungefähr so sinnvoll wie Lasagne mit Halbfett. Ich wäre bestimmt leckerer mit Senf und so ein Gürkchen. Okay. Ruhe. Nee, halt mal. Ruhe. Sonst verfüttere ich euch beide an die Katze. Ich habe den Teddy. Prima, jetzt müssen wir raus. Der Bus wird zufrieden sein. Oh mein Gott, was haben die mit Pogi vor? Warum arbeite ich eigentlich nicht mit ein paar Hunden? Gute Frage. Oh mein Gott, sie haben Pogi entführt, nicht Pogi. Garfield, tu was. Ja. Oh nein. Nee, halt mal. Oh nein, Pogi, bist du? Er ist weg. Er wurde entführt. Ich muss ihn finden, wo es dunkel wird. Oder er ist für immer verloren. Ich wäre in einem ewigen Montag gefangen. ja. Wir sehen, wir haben hier Level-Passwörter. Wir kriegen pro beendetes Level ein Passwort. Werden wir aber nicht benutzen. Wir benutzen Save State. Ja. Einleitung interessiert nicht. Mitwirkende auch nicht. Ich will ein neues Spiel. Was mir gerade so auffällt, ist Odie etwa Spider-Dog oder? Na egal. Er ist so blöd, er trotzt der Schwerkraft. So, leicht schwierig, leicht schwierig. Hey, ich spiel Garfield. Er macht sich's immer leicht. Aha. Hier kann man also dann die Level sehen, wo man hin muss. Und ich
Ja, muss im Haus anfangen. Gut. Ich habe fast das ganze Haus durchsucht. Er muss noch draußen. Ich muss nach draußen. Und dort mit einer Rettungsaktion weitermachen. Leider muss John die Tür öffnen. Miau! Miau! Hör auf, Garfield. Ein trauriger Blick zieht bei mir nicht. Na gut, aber zuerst fängst du die Mäuse. Ja. Und man merkt wieder, ich bin super toll im Lesen. Ach, scheiß drauf, ihr könnt es selber lesen. Manchmal frage ich mich, ob er mehr versteht, als man annimmt. Nein, wie kommst du darauf? So, hier wird uns die Steuerung erklärt. Fang die Mäuse. Aha, okay. Komm her, du Maus. Ja, das hier ist unsere Attacke. Und da oben sehen wir schon, wir haben eine Maus gefangen und rein mit ihr. Leider müssen wir uns jetzt durch das ganze Level kämpfen. Um alle Mäuse zu fangen. Ich glaube, das waren 5 Stück. Und neben hier können wir uns vollstopfen. Wir sehen da so eine hübsche Anzeige. 434. Monsterhornissen. Klar, hat jedes Haus. Hat wahrscheinlich Garfield mal bestellt, um Odie zu ärgern. Und hier oben haben wir auch schon gewütet, wie man an der Tapete gesehen hat. Da hat einer mit Honig gekleckert. Ja, aber was das hier sein soll, das erklär mir einer. Ja, Steinsammlung, Glassplitter, Meteoritenfragmente, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was das da zu suchen hat. Ich meine, Garfield kann es ja nicht gewesen sein. Obwohl, was sage ich da eigentlich? Ja, ist es immer. Hab. Ich liebe es. Und wie? Ja, ich spreng einfach mal, dieser Blick. Jetzt falle ich hin. Aua. Das wäre an einem Dienstag nicht passiert. ist das geil. So, und das da oben, das sieht mir irgendwie aus wie Öl. Ja, wird wahrscheinlich einer mit Olivenöl gesabbert haben. Ja, und ihr habt es wahrscheinlich schon bemerkt. Wir können immer nur eine Maus fangen und müssen dann bis zum Ende des Levels zurücklaufen. Ist das nicht schön? Ja! Hey, und fressen. Ich habe übrigens keine Ahnung, was die Hotdogs bewirken, wenn wir alle einsammeln. Oder ob es überhaupt hier genügend Hotdogs gibt. Würde mich eigentlich wundern, wenn hier an die 434 rumfahren würden. Andererseits, groß genug wäre das Level. Und hopp. Yay! Hüpp. Ja, es gibt auch verschiedene Items, die wir sammeln können, wie die Milch. Die füllt unsere Lebensanzeige wieder auf. Das ist diese kleine, süße, orangene Pfote da oben im Bildschirm. Wenn wir getroffen werden, ich zeig's euch mal. Aua! Ihr seht, wir haben ein bisschen Energie verloren. So, komm her, du Stechmücke. Ah. Ich wette doch, die hat Garfield hergebracht. Jawohl. Da. Was ich mal schon sagen, dafür, dass Garfield immer so am Üben ist, kann sich schon ein ganz großes Haus leisten. Ja. Und? Hopp. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was war nochmal. Ich glaube, Comicbuchautor. Irgendwas in der Richtung. Oder Romane. Oh Gott, ich muss mir unbedingt mal wieder die Bücher besorgen. Ich habe die als Kind verschlungen.
bin eigentlich so ziemlich jede Woche in der Bücherei gewesen und habe die Bände gelesen. Weil es einfach episch war. Diesem Kater zuzusehen, wie er sich durchs Leben schlägt. Und sich gegen grenzdebile Hunde und Katzenzüchter gewehrt hat. Hotdog. Die ganze Sache sieht zwar ein bisschen eintönig aus, aber es macht einen riesen Fun. Und? Jawohl. Ja. Wir müssten bald? Ja, da ist sie. Komm her, ich will spielen. Hey, hopp, hopp. Und? Ja, Manu. Wie?